Name ist Nami Ejiri. Ich unterrichte Klavier in der Abteilung für Nachwuchs und Erwachsene, Pre-College, Nebenfach Klavier und Bachelorstudium habe ich auch. Ich bin Leon Ivanovic und ich bin in der AHN-Abteilung, also der Abteilung für Nachwuchs- und Erwachsenenbildung, für den Bereich Klavier. Ja, es ist für mich sehr wichtig, dass die SchülerInnen einen Weg finden, um in ihrem Leben mit der Musik eine schöne Beziehung zu haben. Dafür ist die Technik am Klavier oder das Verständnis für die Musik, eine breitere Betrachtung oder Kenntnis wichtig. Lage ist auch hier, ne? Da hast du ein bisschen gewählt, extra gewählt. Ja? Also nicht da breite, sondern nur so da Oktav, innerhalb Oktav, da fängt so an. Und also viel Leine. Ja, Leine und auch so ja, diese Terz, also diese, da würde ich nicht nur alles diese zum Beispiel da, als Melodie betrachten, sondern die als Stimmung. Die Stimmung, ja, mischen diese Hammer, dass wir. Klavier war schon immer eins meiner leidenschaftlichsten Hobbys und das wollte ich unbedingt weiterbehalten, als ich hier in Frankfurt war. Und deswegen habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, weiterhin Klavierunterricht zu nehmen, aber vor allem auch Klavier spielen zu können. Ich bin ein Typ Mensch, der sehr gerne zuhört. Als ich gemerkt habe, ich habe so viele Menschen um mich herum und viele Geschichten des Lebens gehört und die Leben miterlebt. Ich wähle von dem Pool meiner Erfahrungen die Wörter aus und oder die, am Klavier zeige ich, dann komme ich meistens durch. Ich fühle 2-4 und dann auch schon für die nächste Woche schon da. 2-4 anfangen. 2-4? Also die erste Note, die erste Terz. Ach so, hier, okay. Ja, genau. Ja, dann liegen die Finger schon. Was hast du denn gemacht? Mit der ersten Note mit 1-3 oder irgendwas. Ich finde die Bedingungen ganz toll hier, ganz, also super. Die tolle Lage, tolle Säle, großes Zimmer mit 2 Flügeln zum Unterrichten. Und ja, momentan fehlt natürlich das Austausch durch den Vorspielen, Runden oder Konzerte. Aber ich freue mich schon, wenn wieder da alles geöffnet wird, dass das stattfindet und auch mit den Leuten, die von außen hier kommen werden. Das ist aber ganz toll hier und für mich ist es ist hier ein sehr schöner Ort, die Kultur weiterzugeben. Ich kriege meinen Schlüssel, mache die Tür auf und setze mich hier ans Klavier und kann mir dann einfach auch nur eine Stunde abschalten. Und deswegen ist das Dr. Hohs Konservatorium auch als Haus, jetzt auch als physisch zu verstehen, immer so ein Ort für mich, in dem ich mich wieder quasi sammeln kann, indem ich einmal kurz für mich bin, in dem einem großen Raum, in dem wirklich ich meine Erlebnisse einmal irgendwie beiseite schieben kann. SchülerInnen, die hier sind, die sind die Leute, die ganz wichtige Rolle in der Musikgesellschaft spielen. Die machen Musik, weil die möchten und die geben in die Gesellschaft die ganz schönen Impulse weiter. Ich habe schon
sehr viele Geschichten von den Leuten gehört, die schon hier studiert haben und ihre Jahre verbracht haben. Und alle diese Leute sprechen über das Konservatorium ganz leidenschaftlich. Und diese Geschichte muss weitergegeben werden. Und ja, diese Geschichte, der schon mal die tolle Leute hier unterrichtet haben, das ist auch sehr ein ganz wichtiger Teil der Geschichte. Aber die Leute, die hierher kommen, die Schüler und auch Lehrer, die ohne Musik keinen Sinn in ihrem Leben finden, die machen Geschichte. Das finde ich hier ganz, ganz toll. Jeder hat einen Zeitpunkt, an welchem die Musik in ihr Leben trifft. Es wäre schön, wenn man selbst wissen könnte, was für eine Musik die Moment des Lebens rettet. Und das finden zu lassen, finde ich, ist eine der Aufgaben.